Okay, geht los. Wo ist was? Timo, Ax, Waffe da am Wand. Ja? Medkit? Ich bleib gleich bei Medkit erstmal. Medkit und greift die Waffe denn direkt noch links an der Wand. Und jetzt knifft er links. Warte hier. Also. Erstmal die Slots voll machen. Waffe. AWP? Taschenlampe. Links. Kriegen wir Timo mit einem? Nein, der nimmt zwei. Wo ist das Radio, Mann? Koffer, ja. Koffer nimmt drei, geht nicht. Dolores nimmt aber zwei, die schlank. Wo ist die Karte? Ah, links hinten im Zimmer. Ganz hinten rechts, glaube ich. Ganz hinten rechts. Ich verguckt habe. Nee, ist ein Schachspiel. Hier, nee, hier ist es. Also, und Boy Scout unter Bett. Boy Scout. Schachspiel. Spiel, Mühle. Noch ein Wegwasser oder Dose. Ja, was mit der Dicken? Ja, Dicke. Radio. Vielleicht schon unten denn. Wegwasser. Und nochmal zurück, Koffer und Dosen. Wegdosen. Oder nur Dosen. Scheiß auf Koffer, nimm alles voll. Und Wasser. Nimm es! Los. Reicht. Reichen. War, glaube ich, gut. War aber gut. Muss reichen, ja. Yo, Fabian, grüß dich. Ja, ganz gut. Bei dir? Dosen. Gasmaske vergessen. Die habe ich gar nicht gesehen. Die ist bestimmt unten. Ich mache meine Cam gleich auch nochmal höher. Ja, sauber. Kein Radio, keine Gasmaske. Ist schon wieder GG. Ah. Moment, ich schiebe meine Kamera nach oben. Ich glaube, so solltet ihr zumindest sehen, was wir haben. Auf der linken Seite, ne? Ja, genau. So sieht man es gut. Ja, Männer. Also, wir haben die Karte, die Taschenlampe, den Boy Scout, die Axt zur Verteidigung. Dreimal Wasser, viermal Zupp. Das Vorhängeschloss haben wir nicht mitgenommen. Das war schon unten. Und das Medkit und das Spiel. Okay. Und die AWP natürlich. Gut, Vorhängeschloss war schon unten. Essen, Trinken brauchen sie noch nicht. Willst du es nochmal kurz erklären vielleicht? Oder? Ja, ich weiß ja nicht. Fortnite heute nicht, Mr. Calling. Hey Sam, die Facecam. Ja, ich mache erst noch ein Face-Reveal von mir. Das müssen Sam nicht nochmal gucken, wie wir das machen. Ja, kommt aber noch irgendwann. Also genau, ja, für die es noch gar nicht mitgekriegt haben. Wir haben gerade gesammelt. Und hier gibt es ein Tagebuch. Und wir müssen Entscheidungen treffen, um aus diesem Bunker rauszukommen. Ne? Hier steht zum Beispiel, wir tun unser Bestes, um Ruhe zu bewahren. Unsere Lage ist alles andere als normal und vielleicht gewöhnen wir uns nie dran. Wir hoffen, dass bald die zugesagte Hilfe kommt. Also draußen ist eine Atombombe explodiert und wir müssen gucken, dass wir irgendwie gerettet werden. Ja, Jamie, ich hab's schon öfter gespielt. Mit der Regierung bin ich auch schon rausgekommen, ja. Jo, Fabian, er spielt seit Tagen kein Fortnite mehr. Alles gut. Bisschen Detox. Mach's gut, Lilly. Ciao, Lilly. So, Essen, Trinken. Wir müssen dann immer gucken, dass wir die mit Essen und Trinken versorgen. Brauchen wir in den ersten Tagen erstmal nicht, sonst würde das hier stehen. Auch ganz einfach. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keine Gasmaske mit hier unten und draußen ist die Luft verstrahlt. Wenn wir jetzt jemanden rausschicken, um zu looten, also Essen und Trinken und vielleicht ein Radio, dann wird derjenige krank. Die Frage ist, schicken wir jemanden raus, der dann krank wird, oder skippen wir und shiften wir, bis die Luft rein ist oben? Und also dass die Luft rein ist, kriegen wir eh nicht mit, weil wir kein Radio haben. Ja. So, also ich würde erstmal shiften. Ja, mach mal Umfrage, bitte. Also, schicken wir einen raus, der auf jeden Fall dann krank wird, dass der lootet? Oder bleiben wir drin und warten ein paar Tage ab, weil Essen, Trinken haben wir? Dass derjenige nicht krank wird, weil wenn jemand krank wird, ist immer schlecht. Sauber. Aus oder eingeschrieben, egal. Oh, nur da oben. Ja, oben. Genau, stimmt einfach mal ab, ob wir jemanden rausschicken oder nicht. Ich sag euch, wie es ist, wir sollten drinnen bleiben, weil draußen ist die Welt verschmutzt, die Luft ist verschmutzt. Ja, nur ohne Radio kriegen wir halt generell nicht mit, wenn die Luft wieder rein ist. Und ich weiß nicht, ob sie dann rein wird, wenn wir kein Radio haben. Ob das von alleine weggeht, weißt du? Ja, klar, von irgendwann geht's rein. Wir kriegen den Moment halt nur nicht mit. Das ist die Sache. Ich weiß es nicht. Entscheidet die Mehrheit. Oh, 50-50 gerade. Was, Leute? Wählt weise. Lukas hat auch drin bleiben. Also ein Medkit hätten wir natürlich, um jemanden zu kitten, ne? Aber wir haben es noch nicht nötig eigentlich. Also theoretisch wäre drin bleiben sicherlich das Bessere. 18 Stimmen ist jetzt Max, drin. Max, du kannst doch abstimmen. Du brauchst doch nicht in den Chat reinspammen. Ich wollte gerade sagen,
Set sieht es nach drinbleiben aus. 20 Stimmen ab 24 würde ich dicht machen, weil dann so viel Zuschauer sind, wa? Ja, so viel Stimmen nicht mehr ab. Kannst schon zumachen. Gut, dann Umfrage beenden wir, bleiben drinnen. Gut, Lilly bleibt auch noch drin im Stream. Dann skippen wir die ganze Aktion. Oh nein. Seit wir aufgewacht sind, haben wir einen komischen Geruch in der Nase. Irgendwas stimmt da nicht. Ein Feuer. Irgendwer oder irgendwas hat ein Feuer verursacht und es breitet sich bereits aus. Wir können nicht alles retten. Was sollen wir vor den Flammen bewahren? Das ist ziemlich eindeutig, da brauchen wir nicht abstimmen. Denn das Medkit, also jetzt haben wir gerade ein Feuer im Bunker und wir müssen das Medkit retten. Da brauchen wir nicht abstimmen, das müssen wir, weil wenn einer krank wird, müssen wir den kitten. Jay wollte die wie Männer rausschicken. Boy Scout kriegen wir irgendwann nochmal wieder. Medkit, glaube ich, ist seltener, dass es nochmal wiederkommt. Ja, safe. Und das braucht man, glaube ich, nicht abstimmen. Tag 3. Ja, Cardi, wolltest du den Boy Scout behalten? Medikamente, rettet die Medikamente. Das war unser erster Gedanke. Und wir konnten den Verbandskasten in Sicherheit bringen, bevor er verbrannt wäre. Dafür hat das Feuer andere Sachen beschädigt. Wir müssen schauen, was noch in Ordnung ist und was nicht. Okay. Weiter geht's. So langsam werden die Leute durstig, aber das ist noch keine Gefahr, ne? Das machen wir dann erst, wenn Dehydrierung da steht. Da wir ja eben abgestimmt haben, dass wir die Leute drin lassen, müssen wir sie immer noch drin lassen, weil die Luft draußen immer noch verstrahlt ist. Das geht dann erst nach Tag, was weiß ich, 7 bis 10 weg. Ich würde sagen, nach Tag 10 machen wir nochmal eine Abstimmung zum Rausschicken. Sollte sich bis dahin nichts ergeben, dass wir ein Radio bekommen. Max, ich habe das Spiel so oft gespielt. Aber, ja klar, wenn die Mehrheit entscheidet, muss ja auch nicht alles richtig sein, was wir sagen, ne? Nee. Solange wir in Sicherheit sind, können wir hier unten bleiben. Ted steht mit einem Fuß im Grab, er braucht sofort etwas zu trinken. Also, Dehydrierung steht jetzt hier bei den Jungs und Mädels. Das heißt, jeder bekommt einmal Wasser. Und dann geht's los. Wir könnten wieder eine Expedition vorbereiten und wieder skippen. Nee, schaffen wir heute nicht. Alter, in den letzten Stunden wurde das Atmen hier im Bunker immer schwieriger. Wir vermuten, dass es an der Belüftung liegt. Vielleicht hat sie einen Wackelkontakt. Wir müssen dem nachgehen, sonst ersticken wir womöglich. Also, wir hätten da jetzt das Spray reinholen müssen, weil egal, was wir jetzt machen, da werden jetzt Insekten rauskommen und wir werden krank. Ja, also wir haben das Insektenspray nicht und wir haben den Boy Scout nicht mehr. Also, mach's gut, Jingle. Also müssen wir die Taschenlampe nehmen. Es hilft nichts. Hier brauchen wir auch nicht abstimmen. Weil was ist, wenn wir skippen? Wir könnten abstimmen, aber das weiß ich nicht. Was passiert, wenn wir skippen? Mach mal Abstimmung. Skip oder Taschenlampe? Was passiert dann? Werden die vielleicht krank? Was kostet das Game noch? 10er? Irgendwie 15? So. Gibt's auch auf dem Handy. Also, könnt ihr abstimmen. Skippen wir die Aktion oder nehmen die Taschenlampe, um da reinzugucken? Nein, die Taschenlappe. Ja, Taschenlappe. Bei Epic für 3 Euro, sagt Jay. Ja, für 3 Euro, genau. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man skippt. Ja, momentan Taschenlampe. Ja, Taschenlampe liegt vorne bisher. Mhm. Stimmt, glaube ich, keiner mehr ab. Dann nehmen wir die Taschenlampe. Nehmen die Taschenlampe. Ja. Umfrage beendet. Okay, nehmen wir die Taschenlampe. Mal gucken, was passiert. Keiner krank geworden? Taschenlampe noch da? Der erste logische Schritt bei einer blockierten Lüftung ist nachzusehen, woran es liegt. Aber wenn man mit der Taschenlampe direkt in ein Nest mutierter Insekten leuchtet, wird meist alles noch schlimmer. Die Insekten sind weg, aber haben uns nicht ohne Stiche zurückgelassen. Aber einer, ist doch nichts. Ist einer verletzt vielleicht? Nein. Deswegen habe ich ja gesagt, keiner krank. Nein. Das ist komisch. Doch, Mary Jane. Mary Jane ist jetzt krank geworden durch die Insekten. Die Frage ist, kitten wir die oder nicht? Oder schicken wir sie raus? Wir können jetzt Folgendes machen. Wenn Mary Jane in der Lage ist, rauszugehen, können wir sie ja rausschicken, weil sie ist ja eh krank. Das wäre noch eine Idee. Ja. Wäre ich auch dafür. Wollen wir eine Abstimmung machen? Oder einfach, obwohl das ja, ist da eigentlich... Nein, wir können, pass auf, wir skippen das, warte mal. Wir skippen das jetzt und gucken, ob wir sie rausschicken können. Ja, wir könnten sie rausschicken. Dann mach mal eine Umfrage. Mary Jane rausschicken, weil sie eh krank ist. Oder kitten nächste Runde.
Weil die ist eh krank. Also eigentlich weg damit. So, Umfrage genau, ist ab. Online. Schicken wir sie raus oder kitten wir sie einfach? Sieht eindeutig aus. Ja, aber ist ja auch eigentlich clever, ne? Was soll man sonst machen? Lassen wir nochmal ganz kurz ein bisschen offen. Vielleicht kommt ja noch irgendeiner mit Medkit. Ich glaube, es aber schon fast ähnlich. Alles gut, Sam. Da gehen doch mal Stimmen weg irgendwie, von 15 auf 13. Ja, aber das ist eindeutig, also, das kannst du, glaube ich. Also, machen wir eine Expedition. Umfrage beenden. Wir gehen raus. Oh, schon wieder. Wir haben nicht viel Platz hier unten und wir riechen alles. Als sich heute einer der Ziegel aus der Wand gelöst hat und eine schmale Öffnung hinterließ, wurde uns ziemlich schlecht. Wegen dem Geruch, der aus diesem Loch dringt. Er ist grässlich. Sollen wir uns das anschauen und die Ursache für diesen Gestank beseitigen? Was passiert dann? Umfrage. Ja. Also, ja oder nein, meine Damen. Genau. Sollen wir dem nachgehen und mal gucken, woher das kommt, oder lassen wir das alles in Ruhe? Also ich sag, wenn wir das machen, dann ist die Chance groß, dass wir irgendwie verletzt oder krank werden, ne? Da war doch irgendwas. Ich glaube, da kommt da nicht eine Ratte rausgeflogen? Ja, irgendwas war da. Und macht das Radio kaputt, wenn wir eins hätten? Ja, oder klaut noch eine Büchse oder irgendwas war. Ich weiß nicht mehr genau was, aber es war was. Also ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall, kommt da was raus, dann meine ich. Aber das sieht schon nach Jahr aus wieder. Warte? Ja. Ja, 15 Stück. Ja. Mach ich dicht, machen wir ja. Okay, dann gucken wir mal uns mal an, was da drin ist. Okay. Mit der Befürchtung, dass uns irgendwas mit Klauen Fängen oder anderen mutierten oder scharfen Körperteilen anfallen würde, haben wir in das Loch geschaut, aber nichts ist passiert. Stattdessen haben wir eine tote Ratte gefunden, die jämmerlich bei dem Versuch gescheitert ist, eine Dose Tomatensuppe aufzubekommen. Wir werden sicher mehr Erfolg haben, also ging die Suppe in unseren Besitz über. Die Ratte hat ein anständiges Begräbnis in einer leeren Dose bekommen. So viel hat sie verdient. Okay, immerhin. Ja, stark. War gut. Eine Dosensuppe mehr. Okay, dann ja, Max, weil bei Streamsnipen regt man sich doch auf. Und das ist doch, was die Leute wollen. Okay, Männer. Wir haben ja gesagt, wir schicken die raus. Wollen wir ihr irgendwas mitgeben? Also die Gasmaske ist eh egal, die haben wir nicht. Den Koffer haben wir auch nicht. Wir könnten ihr zur Selbstverteidigung eine Axt oder so mitgeben. Oder wir schicken die so raus. Die ist eh krank. Ich würde die so rausschicken, weil, ja, wie du schon meintest, die ist krank. Und jetzt am Anfang kommen noch keine Räuber. Ja, also, denke ich auch. Die schicken wir so raus. Hau die raus. Ja. Sollen wir ein bisschen guten Loot mitbringen hier? Gut. Loot. Gut. Loot. So, Mary Jane ist nach draußen gegangen. Keiner verhungert gerade. Nächste Runde müssen wir dann Essen geben. Da schon wieder Geräusche, die ganze Zeit seltsame Geräusche. Kommen sie aus den Rohren, aus den Wänden? Ist da etwas hinter der Tür? Wir wissen es nicht und es treibt uns in den Wahnsinn. Wir sollten uns zurücklehnen und entspannen, sonst werden wir vielleicht noch paranoid. Ja. Also da gibt es eh keine zwei Meinungen. Da können wir nur spielen, weil sonst wären wir bescheuert. Genau, wenn wir das Spiel nicht benutzen, Hannover wieder Weltklasse, ne? Aber die machen ja noch eins. Wenn wir das Spiel nicht benutzen, dreht einer durch, also benutzen wir das. Alles andere. Ja, Max gibt, ne? So, alle noch fit. Die Ablenkung hat uns ganz vergessen lassen, was war das eigentlich nochmal? Genau, weil wir gar nicht mehr wissen, worüber wir uns aufgeregt haben. Dehydrierung, Hunger. Ja, okay. Gut. Die Spinnen verhalten sich so, als ob sie genauso ein Anrecht auf diesen Bunker hätten wie wir. Jetzt ist die Dicke raus und jetzt würde sie mutiert vielleicht. Sie sind überall. Also die Spinnen sind überall und scheinen keine Angst vor uns zu haben. Zeit, das zu ändern. Wir wollen keine Spinnen mehr in unserer Suppe. Nein, danke. Ja, frische, genau. Ein Jahr heute. Jubi-Stream. Ja, genau. Ich würde natürlich das Medkit jetzt nicht verschwenden. Ich würde das skippen. Ich würde es auch skippen. Weil, was soll passieren? Ja. Wenn einer krank wird, müssen wir es eh benutzen. Ja. Also da brauchen wir, glaube ich, auch nicht abstimmen, weil... Drück durch. Durchdrücken. Die Schule von Mr. Loser wäre gestern fast abgebrannt. Hast du wieder Feuer gelegt, oder was? Ja, geraucht auf dem Schulklo.
Wir haben uns entschieden, diese Spinnen mit bloßen Händen. Oh, Frische! Und sonst die... Oh, Alter, Frische! Junge! 20! Frische haut eine 20er Bombe raus. Für ein Jahr, ich sag ja, der Mann kommt zum Einjährigen und bringt Geschenke mit. Vielen Dank, Frische. Dankeschön. Stark. Weißt, was das heißt für nächsten Sonntag? Das sind drei. Drei Spiele. Ja. Geil. Vielen Dank. Dann warten wir erstmal, bis das alles durchgelaufen ist. Mhm. Elias hat eine bekommen. Satojan, Manfred Schmidt, Matthias. Die Glanzeule. Lemmy. Lemmy war schon lange nicht mehr da. Lukas, Kampel, TV-Mann, Colin, Zombie, Ole, Chiro, Julia, Gia, Team Aaron, auch mal da gewesen. Xia, Romy, Kai ist der Beste. Gross der Beste. Monkey Felix. Ja, alle mal danke an Frische in den Chat. Ehrenfrische, dankeschön. Max möchte Beschwerde anreichen. Warum? Bitte nennen Sie uns den Beschwerdegrund. Stark, Frische. Legende. Ehrenfrisch. Aber das muss jetzt mal durchlaufen lassen. Ja, ja. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Dann gehe ich mal kurz aufs Klo. Ja. Das ist nochmal durchlaufen für alle hier. Wir hören doch auf die Umfragen, Max. Wir hören doch auf die Umfragen. Vielleicht irgendwann mal, Sam. Oder buchst selber für 1,99. Das ist sowieso immer besser. 1,99 im Monat. Bei wie viel sind wir? 6? Habt ihr noch ein bisschen Zeit mitgebracht? Aber lass das mal durchlaufen. Das hat Frische verdient. Die 10 Minuten hat er verdient. Alles gut, Sam. Frisches Timeslot. Frische holst du eh nicht mehr an. Der hat 100... Wie viel hat er denn jetzt mittlerweile? 170, 180 Mitgliedschaften? Nee, ich bin heute nicht mehr online, Anjorn. Steht unten. Kommt, läuft gleich durch. Läuft gleich durch. Frische, unten links steht das. Top-Subs. 100, müssten 150, 160, 180 sein. Der müsste das auch ziemlich zeitnah aktualisieren. Du hast jetzt durchgelaufen? Ne, ich glaube noch nicht. Hälfte? Wir warten gerade unten, dass Frische kommt. Unten bei den Top-Donatern, Top-Subs. Weil ich meine, es waren schon 180 oder so. Alter, fahr weiter immer. Ja, alles gut, Sam. So, Adan sagt auch danke. Frische, absoluter Ehrenmate. Man kann es nicht oft genug sagen. Der bringt wenigstens Geschenke auf eine Party mit, ne? So, jetzt geht's gleich los. Goldi, das sind wir. Na gut, das sind wir zusammen natürlich. Das ist natürlich auf der 1 sind wir, zählt nicht. Wir haben 425 Mitgliedschaften schon. 800 Euro. 850 Euro. Da kommt Frische. 186, ey, ich hab doch mit 180 gut recht gehabt, ne, gut geschätzt. Hey, das ist aber auch noch nicht drauf. Frische, bester Dude, ja, klar. Ja, aber hallo. Gibt's auch noch zwei Antworten. Ich darf ja gar nicht abstimmen. Nee, aber hier. Du darfst nicht. Alle sagen nein, ne? Es gibt schon zwei Antworten, ja und ja mit Ausrufezeichen. Ach so, mit Ausrufezeichen auch noch, stimmt. Deswegen. Ich dachte schon 50%, die trollen wir alle. Da kannst du nicht falsch, da kannst du nicht falsch antworten. Haben wir's? Nee. Das kann sich ja noch ziehen. So ein Meter. Jetzt aber.
Wir haben's. Danke, Frische. Danke. Nochmal absoluter ganz offiziell. Hey, let's go. Gibt Applaus natürlich. Vielen Dank. Gut, dann mache ich auch mal die Umfrage zu, weil 50-50, ja, ja. Für ja, ja und ja mit Ausrufezeichen. So, gut, denn Beck. Frische holst du aber nie ein. Mit 180. So, die Spinnen haben nichts gemacht einfach. Okay, auch gut. So, also nichts passiert, wunderbar. Ted braucht Essen. Dann kriegt er Essen. Gut, Mary Jane soll in 2 bis 3 Tagen wiederkommen, denke ich. Dann würde ich sagen, dann machen wir die Abstimmung, ob wir nochmal jemanden raushauen, wenn Mary J. wieder da ist, oder? Weil ja, immer mit 10. der Ruhe. Erstmal warten, der muss erstmal wiederkommen. Die muss erstmal wiederkommen. Timmy hat Hunger. Wir haben ein simples Problem. Wenn wir uns nicht waschen, Scheiße. Werden wir krank. Sehr krank. Es wird gleich wieder einer krank. Das ist doch wieder scripted. Yo, Eileen. Und wenn wir Pech haben, werden alle krank. Yo, Eileenchen. Ja, hier unten stinkt es wirklich erbärmlich und so weiter. Also es werden jetzt eventuell alle krank, weil wir haben weder die Gasmaske, noch das Insektenspray, noch die Munition. Daumen heißt, drücken, meine Damen und Herren. Oh, bitte, bitte, ich sag, die werden alle krank, pass auf. Ich sag einer. Alle. Ah! Ach komm, das ist doch schon vorbei. Ey, dieses Spiel. Halt im Maul! Halt im Maul! Halt im Maul! Ey, dieses Spiel ist so ein Dreck, Alter. Ja, alle, oder was? Wir können ja nicht alle gleichzeitig raushauen. Ich würde sagen, wir kitten jetzt erstmal Ted, weil Dan bringt jetzt vielleicht Mary Jane sogar Neues direkt mit. Einen müssen wir jetzt garantiert kitten, ansonsten ja, müssen wir klar. Die alle. Natürlich kitten wir Ted, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Hunger. Alter. Passt. Hunger. Timbo auch Hunger, ja. Und kitten, ja. Hab ich doch, ne? Ja, ja. Pass mal auf, jetzt wird nur einer verrückt, ey. Hier unten sind wir wohl sicher, aber wir haben andere Probleme. Keiner von uns kann richtig schlafen. Dafür müssen wir so schnell wie möglich eine Lösung finden. Sonst werden wir am Ende von einer echten Gefahr beim Dösen überrascht, zum Beispiel von einer Invasion der Marsmenschen. Jetzt kann es sein, dass sie sogar müde werden und wir keinen mehr rausschicken können. Das ist doch rigged, Mann. Das ist komplett rigged. Ja, das, die Runde ist GG. Drück durch, was willst du machen? Also wenn wir das noch retten, dann haben wir einen Orden verdient. Dann sind wir Weltmeister. Ja, und müde sind sie auch alle geworden. Ja, sauber, warum nicht? Wir haben versucht, die Symptome zu ignorieren und ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, ohne Erfolg. Wir sind nur noch müder als vorher und bald werden noch weitere Probleme auf uns zukommen. Hoffen wir mal, dass unser Genen wenigstens Räuber abschreckt und uns vor der Strahlenkrankheit bewahrt. Einmal bitte ein Halt dein Maul Richtung Max. Halt dein Maul! Ja. Dehydrierung. Dehydrierung. Guck mal, die haben alles, die ganze Liste haben sie. Ja, wie willst du das noch kitten, ey? Als wir heute Morgen die Falltür des Bunkers öffneten, um etwas frische radioaktive Luft reinzulassen, stand draußen ein kleiner Koffer. Es war keine Notiz dran und die Nachbarschaft schien menschenleer. Sollen wir ihn öffnen? Sollen wir den Koffer öffnen? Es ist eh egal, die sind eh krank. Umfrage schon gestartet. Gut. Aber jetzt ist es wirklich egal, weil ich hätte ansonsten gesagt, nein, wir machen ihn nicht auf, weil sie krank werden können, aber pff. Jetzt ist Latz. Jetzt ist eigentlich komplett egal. Wie kriegen wir irgendwas? Aber meistens kriegst du gar nichts außer eine Krankheit. Bisschen Dunkel-Aids. Also, es ist vollkommen egal. Gut, glaube. Ja, wir nehmen den. Kannst du beenden. So, was war? Gut, Ted hätte natürlich noch krank werden können, wieder, ne? Verdammt, das Geschenk war eine Sprengfalle. Es war nichts als Müll drin. Als wir den Koffer öffneten, explodierte er sofort. Ist jemand verletzt? Sag nicht, Ted ist jetzt auch noch verletzt. Nee, ist er nicht. Aber die Mama, also natürlich. Dolores ist verletzt. Also die Mutter ist verletzt. Ja, selbstverständlich ist sie noch verletzt. Was noch alles? Junge, das Game ist sowas von gegen uns. Eigentlich können wir abbrechen und nochmal starten. Warte, vielleicht kommen wir noch raus. Ja, natürlich. Wir könnten weiter hier in diesem winzigen Bunker hocken oder wir können anfangen zu überlegen und so weiter. Also das wäre jetzt die Szene, wo wir das Radio anmachen könnten. Was wir aber nicht haben. Wo bleibt der Mary Jane eigentlich? Die kommt jetzt wieder. Ja, da ist sie wieder. Nochmal halt dein Maul Richtung Max, bitte. Halt dein Maul! Dankeschön. Mary Jane. Theoretisch. Luca. Ja, Lukas. Theoretisch. Ja.
Mary Jane hat zweimal Wasser mitgebracht, immerhin. Das war's? Das war's. Ja, aber Wasser hatten wir auch nicht mehr. Läuft. Ja, das ist easy, easy Runde für uns. Hungrig, alle müde. Ja, naja, klar, weil wir ja das Medkit nicht hatten. Naja. Wir können keinen rausschicken, ist eh Latz jetzt. Wir hätten nicht erwartet, so kurz nach dem Einschlag der Atombombe einen Anruf zu bekommen, aber jetzt sitzen wir hier und hören da draußen unverkennbar ein Telefon klingeln. Das muss die Telefonzelle auf der anderen Straßenseite sein. Soll einer von uns rangehen. Es gibt eh keinen Nachteil, wir schicken Dolores raus. Da gibt's keinen Nachteil, die geht jetzt ans Telefon und dann melden sich Dorfbewohner von Hill Valley. Man kennt es. Alter, wie sind alle verletzt? Das ist komplett durch schon, die ganze Familie. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor und sie versprechen, sich bei uns wieder zu melden. Was sie nie machen. Mhm. Junge, alles, die ganze Liste, mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht haben. Nur noch, wenn es crazy ist, das geht noch. Ach ja, das kommt ja noch gleich. So, wir können wieder keinen rausschicken, alle gesperrt für die nächste Dschungelprüfung. Wie viel war's denn, Lukas? Wir wollten nur mal kurz einen Blick nach draußen werfen, um zu sehen, ob der Laden um die Ecke noch steht. Aber als wir die Tür öffneten, hörten wir ein Knurren in der Dunkelheit und einige Meter entfernt blitzte ein wildes Paar Augen auf. Uns blieb nur wenige Sekunden, um zu handeln. Das ist der Hund. So. Und bevor das jetzt nach hinten losgeht und wir den Hund erschießen, nehme ich von mir aus schon die Taschenlampe. Kann da sagen, was er wollt. Denn wir kriegen einen neuen Kumpel. Fakt. Ja. Eine Jungfrau vorbereitet. Ja, brauchen wir, es ist kein Nachteil. Unendlich, Lukas, theoretisch. Wir beschlossen, mit der Taschenlampe nachzusehen, was da auf uns lauert. Es war ein Hund. Der arme Kerl war ganz erschöpft, also haben wir ihn für die Nacht bei uns aufgenommen. Am nächsten Morgen haben wir ihn wieder rausgelassen. Er ist noch nicht zurückgekommen. Hoffentlich sehen wir ihn wieder. Also das ist eine Möglichkeit, eventuell rauszukommen mit dem Hund. Eventuell. Oh, Max, bist du gelähmt? Hunger, Dehydrierung. 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 Beides. Immer noch können wir keinen raus. Wie auch? Wieso? Wir haben heute viele Geräusche in der Nachbarschaft gehört. Wir vermuten, dass das entlaufene Zootiere sind, die hier herumtrampeln. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, frisches Fleisch zu bekommen. Wer soll nach draußen gehen? Wollen wir da. Sag mal einen nach draußen, mach mal Umfrage, einen nach draußen schicken oder. Oder skippen. Umfrage läuft. Also sollen wir da raus und gucken, was da passiert? Bei den Jagen Tieren. Gehen, ja oder nein? Ich meine, was kann eh nichts mehr. Zu verlieren. Ja. Kann eh nichts mehr passieren. Zu verlieren, Junge. Ja, 91% sagen schon ja. Dann würde ich sagen, Mary Jane ist sowohl krank als auch verletzt. Genauso auch wie die Mutter. Schicken wir Mary Jane. Die kann wahrscheinlich am effektivsten jagen, ja? Ja, mit einem Arm, ne? Eldin chillt die Katze neben mir und pennt. Sauber. Sauber. Was passiert? Gar nichts. Zu blöd, dass wir uns nie als Scharfschützen ausprobiert haben. Jeder Schuss auf diese Tiere, die aussahen wie zweiköpfige Kühe, ging daneben. Hoffentlich treffen wir sie das nächste Mal. Also treffen wir das nächste Mal ins Ziel. Umfrage kannst du beenden. Oh ja, stimmt. Falls wir gleich noch eine machen müssen. Hunger. Qual. Okay, Mary Jane ist gleich weg vom Fenster. Die ist gleich wirklich weg. Ja, bei Qual ist dann Feierabend gleich. Was ist das für ein Krach? Oh nein, da ist etwas oder jemand unter uns. Es ist nur logisch nachzusehen. Wie wäre es, wenn wir einen Blick in die Luke in der Ecke werfen? Tja, wie wär's? Gucken wir da rein. Eine Umfrage machen? Ja, mach mal. Oh, sauber, Conny. Und zwar eins für Paderborn, na sauber. So, Umfrage läuft. Axt, Lampe oder Skip? Was ist denn da drinnen da unten eigentlich? Da kann entweder auch eine Dose, was zu trinken oder ein Viech sein, was uns verletzt. Ja, wahrscheinlich ist es das Viech, was uns verletzt, ja. Lucien, Mahlzeit. Yo, Lucien, mal wieder da.
Eine ernste Frage an das Game, Goldie und Cyrus. Wie? Was? Hä? Was? Was? Gib oder Axt? Also jetzt letzte Stimme entscheidet, würde ich sagen, oder? Ist beides 35? Sehe ich ja nicht. Ja. Beides 35. Letzte Stimme entscheidet. Axt oder Skip? Bei mir steht Axt noch oben drüber. Axt hat gewonnen. Oh, Lucien spielt Trackmania. Axt hat gewonnen. War gerade kurz auf 39. Sauber, nehmen wir die Axt. Lucien ist in Trackmania drin. Kenne ich, glaube ich, nicht, Sam. Kenne ich auch nicht. So, was zur Hölle? Wir haben es gerade so herausgeschafft. Es war ein riesiges mutiertes Krokodil oder ein Alligator oder irgendwas anderes mit einem riesigen Maul voller Zähne. Ich wusste es. Ist jemand verletzt? Fragezeichen. Wieso? Wir sind doch eh alle verletzt. Also, Qual. Dolores macht auch Qual. Alter. Also, zwei sind gleich weg. Also, eventuell kommt der Ted auch alleine raus. Man weiß es nicht. Wir können wieder keinen rausschicken, weil sie ja alle nicht für die Dschungelprüfung zugelassen sind. Die schlafen immer, wenn wir wenn der nächste Tag ist. Dann haben die mal so gesehen gepennt. Immer wenn er blendet ja über, dann sagt er ein neuer Tag. Genau. Mach das mal, Eilinchen. Genau, also wenn wir ein Radio hätten, könnten wir jetzt wieder Radio hören, aber das brauchen wir nicht vorlesen, weil wir haben kein Radio. So, jetzt pensen und jetzt ist der Tag 19 so gesehen. Lass es dir schmecken, Lucien. Genau. Das sieht mau aus. Wir brauchen noch Mary Jane noch gar nichts geben, eigentlich. Wir lassen die einfach. Lass die verrecken. Wir haben Mary Jane dabei erwischt, wie sie sich im Dunkel der Nacht hinausschleichen wollte. Dolores wurde fuchsteufelswild, als Mary Jane zugegeben hat, dass sie sich auf ein Date mit so einem Räuberjungen schleichen wollte. Sie hat ihn während einer Expedition getroffen. Mary Jane hat gefragt, ob sie sich mit einer Notiz bei ihrem Date für ihre Abwesenheit entschuldigen kann. Sollen wir ihr das erlauben? Soll also Mary Jane... Das ist, glaube ich, auch egal. Ich habe schon eine Umfrage gemacht. Gott. Aber das wird wahrscheinlich eh ihr letztes Date, wenn sein. Ja. Soll sie sich entschuldigen bei ihrem Date oder nicht? So gerickt war das noch nie. Das ist wirklich rigged, ne? Aber das 13 Stimmen für ja, 77%. Kennt ihr Riptide? Nee, kenn ich nicht. Riptide, da gab's doch früher mal ein Dings. Ist das nicht Riptide? Auf N64. Ja, wahrscheinlich, Jay. Oder irgendwo in der Ecke. Ja, ich weiß auch nicht. Bestimmt auf den Stühlen. Gut, 14 Stimmen, dann nehmen wir ja. Sie darf auf ihr Date. Okay, Mary Jane ist erstmal raus, aber nicht weg. Dolores war ebenfalls der Meinung, dass ein Entschuldigungsbrief unter diesen Umständen angebracht wäre. Mary Jane hat einen geschrieben und wollte ihn abgeben, doch kam Wut in Brand und mit hochrotem Gesicht zurück. Sie hat den Räuberjungen draußen dabei erwischt, wie er mit irgendeiner Räubertochter Händchen gehalten hat. Mary Jane war so verletzt, dass sogar Dolores sich auf ihre Seite geschlagen hat. Und jetzt, weil Mary Jane nämlich verletzt war, krank und so weiter, ist sie abgehauen. Die gibt es nicht mehr. Die Dame ist weg. Yo, Gia, yeah. Grüß dich. Grüß dich. Die Dame ist weg, leider. Gut. Ein Maul weniger soll stopfen müssen und Dolores ist die nächste. Der braucht beides einmal. Genau. Und die beiden ist egal, ne? Die lassen wir. Also, lassen wir Timbo auch verrecken. Wegen Sammeln. Weil wenn Ted rausgeht zum Sammeln, später mal, und der wird gerippt, dann haben wir niemanden mehr drin. Ja, aber er ist doch auch krank. Ja, aber vielleicht finden wir ja noch ein Medkit irgendwie, durch Glück. Ja, wir haben dann natürlich fast kein Wasser mehr, ne? Ja, dann scheiß. Ja, dann mach weiter. Dein Scheiß drauf gibt dir nix. Ne, mir ist egal. Dann mach mal Umfrage, ob wir Timmy irgendwie versuchen noch zu retten oder wie auch immer. Ne, Radiomusik finde ich Schmutz. Das meiste davon, Sam. Also Schmutz. Kommt immer dasselbe. Umfrage ist online. Timmy helfen, ja oder nein? Genau, helfen wir Timmy oder nicht? Lage bin ich ja für nein. Hätte doch nochmal logischer betrachtet. Weil wir kriegen es ja nicht mal geschissen, jemanden rauszuschicken. Also, ich hab's überlegt auf lange Frist, aber uns fehlt einfach die Ressourcen dafür. Nee, man könnte den Ted rausschicken, wenn wir ihm noch ein bisschen am Leben halten. Ja, aber wir haben halt nicht mehr so viel. Ja, und bis der wieder klarkommt, weißt du, wie ich meine?
Die meisten sagen, na, noch gerade knapp nein. Ja, es ist, weiß ich nicht. Schwierig, was wir hier machen. 50-50 jetzt, ne? Tja. Nächste Stimme entscheidet. Mit ja. Timmy helfen, ja. Dann helfen wir ihm. Jetzt gerade sogar noch eine Nein-Stimme dazu kommen, aber dann wird es ja. Ja, dann helfen wir ihm. Können natürlich keinen rausschicken. Jetzt hätten wir wieder die Situation, dass wir das Radio hören können. Egal, Karl, müssen wir skippen. Ist Dolores, glaube ich, auch weg. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Ja. Genau, Dolores ist weg vom Fenster. Dass die Mutter da aber auch nicht wegräumen. Ja, ne? Was sollen sie machen? Ein Ding aufstemmen hier oder was? Ja, keine Ahnung. Vogelscheiße bauen. Das einzige Wichtige ist jetzt, das regelmäßig, also das Radio anzuschalten. Das war eben das, ja. So, ihre Verletzungen haben Dolores viel zu lange gequält. Gegen die Ausbreitung der Infektion waren wir machtlos. Ciao, Kakao. Da würde ich sagen, für Dolores natürlich. So, müde und hungrig. Hier ist ja alles gut. Wir können Timmy nach draußen schicken. Ist eh egal. Der ist eh krank. Also der ist eh krank. Dann können wir doch Timmy nach draußen schicken, oder nicht? Ja. Sind nur noch 50 Spiele, Conny, ne? Danach. Ja, das machen wir mal so, ohne Abstimmung. Den schicken wir raus. Das Kratzen an der Tür konnte nur eins bedeuten. Unser Hund war zurück. Wir rannten zur Tür, ohne auch nur daran zu denken, dass es genauso gut eine mutierte Bestie sein könnte. Aber wir hatten Glück. Unser vierbeiniger Freund sah wirklich müde und hungrig aus. Sollen wir ihn füttern? Sollen wir den Hund füttern, der wieder da ist, den wir vorhin ja angeleuchtet haben? Es ist die einzige Möglichkeit. Das ist der einzige Handlungsstrang, den wir haben. Es ist der einzige Handlungsstrang, den wir haben. Wir brauchen gar keine Umfrage machen. Wir müssen den nehmen. Ich hab's jetzt gerade schon gemacht. Ja. Sorry, ich glaube, ich bin zu spät. Ja, aber wir müssen den nehmen. Weil wir haben gar keine Möglichkeit rauszukommen sonst. Aber Leute, ihr würdet doch auch nicht einen Hund verrecken lassen. Ne? Ja, deswegen, guck mal, die stimmen hier schon alle für ja. Denn, alles klar, Abfahrt. Frage zu. So. Der Hund war in kürzester Zeit wieder putzmunter. Keine Ahnung, was sie in diese Suppe schmeißen, aber sie ist einfach klasse. Wir fanden, der Hund sollte einen Namen haben und das Pancake am besten zu ihm passt. Komm her, Pancake. So ein braver Junge. Pancake blieb eine Weile bei uns im Bunker, aber am nächsten Morgen war er wieder weg. Er kommt garantiert bald wieder zurück. Sag ich auch. Im Vergleich zu Timmy, den wir gleich rausschicken. Mhm. So, ja, Timson. Wollen wir, Timmy geben wir, glaube ich, nichts mit, ne? Der geht einfach ohne alles. Der geht Vanilla raus, ja. Yo, Kai, grüß dich. Ja, eben gerade hat unser Mod frische 20 geschmückt. Da warst du einer derjenigen, ja? Willkommen. Also ohne alles schicken wir den raus, den Mann, ne? Ja. Weil sonst verlieren wir ja noch die Axt, wenn er draußen bleibt oder irgendwas. Siehst du, Kai bedankt sich bei Frische. Das ist vorbildlich. Ja, erstmal gleich den Dackel. So, ich sage also, die Chance, dass Timbo zurückkommt, ist eigentlich 1 zu 10.000, weil er kommt nicht mehr zurück. Wir spielten eine Partieliste der Dinge, die ich am meisten hasse, und der Name unseres Nachbarn war immer wieder ganz vorne mit dabei. Das erinnert uns daran, dass dieses kleine Wiesel einen Tresor in seinem Wohnzimmer hatte. Wir haben uns schon immer gefragt, was sich wohl darin versteckt. Vielleicht finden wir es ja jetzt heraus, aber wer hält die Ehre, unseren Erzfeind auszurauben? Also, ja. Schicken wir Ted dahin, da könnte auch eine Sprengfalle drin sein, kann das sein? Könnte sein, oder? Die kriegen halt generell auf den Sack. Ja, also es kann passieren, dass er irgendwas mitbringt. Es kann aber passieren, dass er ganz tot geht. Geht das auch? Glaube, kann sein. Na, sollen wir Abstimmung mal machen? Ja. Ted dahin schicken oder nicht? Hab eine Umfrage gemacht. Raubzug machen, ja oder nein? Ja. Einmal bitte. Bitte abstimmen. Wird eh ja. Das glaube ich auch. Ja, es ist schon 100% ja. Das. Gut, dann schicken wir Ted dahin. Dann mache ich die Umfrage mal dicht. Eine Musik neu starten. Und er ist krank geworden wieder. Natürlich.
Und eine Mundharmonika da. Als wir den Tresor öffneten, hörten wir einen lauten Knall und plötzlich war der Raum mit dichten, nach Schwefel stinkenden Rauch gefüllt. Ich kann das nicht mehr. Der Bastard hatte den Tresor präpariert. Das hielt uns kurz auf, konnte uns aber nicht stoppen, ihm seine wertvollen Besitztümer zu entwenden. Eine Mundharmonika. Wenn das Ding nicht aus Platin ist, dann ciao. Tja. Wir haben vor der Falltür unseres Bunkers eine anonyme Notiz gefunden. Der Verfasser bittet uns, heute Abend einen Vertreter zu einem Treffen an einen bestimmten Ort zu schicken. Diese Person muss unbewaffnet erscheinen. Das beunruhigt uns etwas, aber der Verfasser versichert, dass er oder sie ein Freund sei und uns nichts tun wolle. Sollen wir jemanden hinschicken, um herauszufinden, was dahinter steckt? Snickers! Snickers-Emote. Sollen wir da einen hinschicken? Ich weiß nicht, ob wir Ted da hinschicken wollen. Haben wir eh keine Chance. Umfrage ist gestartet. So, sollen wir den unbekannten Menschen treffen oder nicht? Alter, nee. Aber was haben wir zu verlieren? Sieht jetzt auch gerade wieder nach ja aus. Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, das dreht sich nicht mehr um. Gut, dann schicken wir Ted mal dahin. Sixty Seconds heißt das Spiel. Man muss da versuchen, aus dem Bunker rauszukommen. Das spielen wir auch nicht immer. Wir spielen ja meistens Vollgeist und Fortnite. Aber weil wir heute seit einem Jahr gestreamt haben... Gucken wir mal wieder auf den Sack. Es ist alles wahr. Es gibt wirklich noch... Du kannst die Umfrage beenden. Dann kann ich den Chat sehen. Bitte. Ja, sauber, genau. Genau. Es ist alles wahr. Es gibt wirklich noch andere wie uns. Wir kamen am Treffpunkt an und wurden pünktlich von einer freundlich wirkenden Gruppe Überlebender begrüßt. Sie werden von Zwillingen, Bruder und Schwester angeführt. Das ist der zweite Handlungsstrang. Mhm. Die sehr nett zu sein scheinen. Sie haben uns einige Fragen gestellt und wir wollten in Kontakt bleiben. Also, ja, ein paar Euro. Irgendwie 3 Euro, sagt Jay, bei Epic. Warte, und auf dem Handy gibt's das auch. Warte. Hier, du musst es raus. So, er hat Hunger. Angeschaut, du musst es rausziehen mit deinem Nagel. Oh, das ist gut. Das ist gut. Jetzt können wir nämlich Sachen eintauschen. Ja, die Mundharmonika genau. Fürs Medkit. Safe. Was? Da müssen wir nochmal verhandeln, wenn das geht. Wieso? Weil es das Vorhängeschloss fürs Medkit ist. Ach so! Das müssen wir aber eh machen. Dann haben wir das Medkit und ja. wir kitten Ted. Dann sind wir schon mal wieder einen Schritt weiter. Das ist doch gut. Weil da brauchen wir auch nicht abstimmen. Das müssen wir machen. Ja, trotzdem heikel. Direkt... Kitten den Mann. Zack. Der sieht aus wie neu gleich wieder. Frischware. Wir haben unsere Karte genauer untersucht und ein paar seltsame Symbole an einigen Stellen gefunden. Es sieht so aus, als ob jemand in der Gegend etwas versteckt und den Weg dorthin markiert hat. Sollen wir jemanden auf die Suche schicken? Können wir, glaube ich, wieder abstimmen. Ob wir Ted da hinschicken, um zu gucken, ob da irgendwas versteckt ist. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Entweder finden wir was oder er kann auch auf eine Sprengfalle treten. Natürlich. Umfrage ist draußen. Natürlich. Raus, ja oder nein, meine Damen und Herren. Einfach mal wegsprengen den Jungen. Gerade wo wir ihn jetzt wieder heilen wollen, ne? Na klar. Wo wir ihn jetzt heilen wollen. Hat mir meine Freundin gerade erstmal die WoW-Game-Karte auf den Tisch gelegt. Ehrenzelin. Sauber. Ehrenpüppchen. Oh, wei, wei. Ja, sieht nach ja aus. Dann nehmen wir ja, aber. Dann schicken wir ihn raus. Dann schicken wir ihn raus. Also es könnte GG sein jetzt. Und? Es darf keinen Bumm machen. Kein GG. Gut, sauber. Eine Suppe haben wir. Ey, der ist wieder heile. Achso, wir haben das Medkit ihm gegeben. Ich dachte, danach dürfen wir es ihm erst geben. Oh, das wäre ja geil gewesen. Genau, 2 Dosensuppen haben wir bekommen, aber Timmy kommt nicht mehr zurück. War klar. So, das heißt, Ted ist jetzt alleine hier und der muss es richten. Ja. Mit Ted oder gar nicht jetzt. Oh wei, oh wei. Okay. So, jetzt könnten wir Ted theoretisch rausschicken. Weiß ich nicht. Aber hier steht, Ted scheint wirklich gut in Form für einen Ausflug zu sein. Also gut in Form, das will schon was heißen. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass er wiederkommt. Das ist eigentlich könnte man losschicken. Genau, stimmt mal ab. Umfrage ist wieder da. Also gut in Form, weil sonst heißt es so, Ted, ja, wir wissen nicht, ob Ted wiederkommt, ob Ted jetzt da wirklich geeignet ist dafür. Also wenn die schreiben, gut in Form, eigentlich cool.
11 Stimmen bis jetzt mit 91% ja. Ich würde sagen, da können wir auch schon wieder das nehmen. Das dreht sich, glaube ich, nicht mehr. Gut. Jetzt, wenn wir das Radio hätten, könnten wir jetzt wieder ins Radio hören. Da würde die Story immer weitergehen. Aber wir haben es halt nicht. Ted muss, jetzt muss mal dieser Loot-Drop kommen. Mhm. Ich meine, wir haben letzten, also uns fehlt nur Wasser und so. Ansonsten sind wir gar nicht so blöde ausgestattet. Ja, Wasser fehlt, ja. So, Ted geht nach draußen. Wollen wir ihm vorsichtshalber doch die Axt oder so mitgeben? Er ist ja der letzte Überlebende. Irgendwie so, dass er irgendwie sich verteidigen kann? Würde ich machen. Ich glaube, da brauchen wir auch keine Abstimmung, oder? Nee, brauchen wir nicht. Wir geben dem was mit. Lass dir schmecken, Sam. Ja, guten Hunger. Gut, jetzt wird geskippt. Entweder er kommt wieder oder es ist vorbei. Tag 30, 31, 32. Oh, oh, wei, oh, GG. Wei, oh, wei. Obwohl er die Axt hatte. Oh, wei, das war's. Ende Gelände. Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Wir hoffen, dass er bald zurück ist. Wir hätten nie gedacht, dass ein Haufen religiöser Fanatiker mal für Ärger sorgen würde. Wer hätte das schon? Wie sich herausstellte, hat ein Kult unseren Bunker zu seinem Tempel umfunktioniert. Wir haben es mit gutem Zureden versucht und wollten eine Vereinbarung treffen. Der Kult machte uns lediglich das Angebot, Menschenopfer für seine Gottheit zu werden. Nach reiflicher Abwägung lehnten wir höflich ab und machten uns auf den Weg, um ein neues Zuhause zu finden. Das war's. Ja, GG. GG. Ende Gelände. Und speck mit Würstchen an. Ich geb ihm so'n Kurs, Packs in 50 Gramm. Spiel den Videoclips gern den bösen Mann, doch hast ne Jeanshose mit engen Röhren an. Kommst du, bietest und speck mit Würstchen an. Ich geb ihm so'n Kurs, Packs in 50 Gramm.